Wir warten auf dein Zeichen. Logan, geh zu dieser Tür. Geh du doch zu dieser Scheißtür! Ja, hat keiner gehört. Matrix in Motion mäßig Equilibrium Style. Wetten, da stimmt irgendwas nicht. Schnauze Hund, das macht die Sache nicht wirklich trauriger. Sieh dir das an. Mach den Reise fertig. Eine Tötungsliste. Rock will die Ghosts. Wer zum Teufel ist Rock? Keine Zeit für Erklärung. Sie kommen, wir müssen weg hier. Keegan, nimm ihn! Wir verschwinden jetzt! Gut gemacht, aber ihr müsst zurück nach L.A. Sofort. Ah, kein Problem. Was war das denn jetzt? Scheiße. Alter, der gezuckt hier. Okay, mit dem Scharfschützengewehr, weil anders dürfen wir die wieder nicht platt machen. Mal ohne. Logan, erledige sie mit dem Scharfschützen. No. Es kommen unendlich viele hier, oder was? Benutzt das Scharfschützengewehr! Oh Leute, das ist so lächerlich. Es ist wirklich so lächerlich, ey. Wer, du machst es ein bisschen anders, ey. Ja, ich baller einfach drauf los. Ah ne, wahrscheinlich darf ich keinen Schuss verfehlen, sonst desynchronisiere ich hier wieder oder so ein Scheiß. Haben's geschafft. Danke. Alles klar, und jetzt ab nach Hause. Der Heli hebt gleich ab. Riley! Ja. Bin schon da. Mit dem Scharfschützengewehr Deckung. Wir machen es lieber direkt. Bin ich dran. Kommando, hier Viking. Kehren in einem feindlichen Heli von südlich der Mauer zurück zur Basis. Hier macht gar nichts mehr. Hier macht auch nichts mehr. Hier macht auch nichts mehr. Eine Division der Föderation greift Santa Monica.
Kosten von zurück. Dramatischer Abgang. Ich habe viele Soldaten gesehen, die ihre Gefallenen geborgen haben. Aber nicht auf die Art wie diese Männer. Die Ghosts haben Ajax verehrt. Das genaue Gegenteil von dem, wie er gestorben sein muss. Wenn Rock ihn getötet hat, hat er sich dabei Zeit gelassen. Und jetzt jagt er die Ghosts. Und wieder griff uns die Föderation an. Und wir rannten direkt ins Chaos. Und irgendwo, mitten in diesem Gefecht, war unser Vater. Wir mussten ihn finden. Oh, es tut mir leid, wenn ich so viel an diesem schweren Meckern bin, aber es ist einfach wirklich so dumm. Ich glaube, das ist das letzte Let's Play, was ich zu Call of Duty machen werde. Viking! Wie können wir helfen? Das Kommando braucht mehr Männer an der Front! Okay, wir treffen uns bei der Kommandozentrale. Ich lasse den Hund hier. Der Rest kommt mit mir. Los geht's! Okay. Kommando, Viking hier. Seid ihr noch da? Bestätigt, Viking. Aber nicht mehr lange. Ihr müsst den Stand verstärken. Wir sind unterwegs. Gibt's was Neues von Captain Walkers Kommandoposten? Negativ. Verteidigungsteams haben die Position gehalten, aber der Funkkontakt ist abgerissen. Wir haben es sicher geschafft. Wir brauchen sofort jemanden am MG. Ja, machst du es nicht selber. Ja, ich weiß, Helikopter schießen. Wenn ich irgendwas anderes abschieße, wer ich schieße gleich eine Kugel daneben, dann muss auf jeden Fall alles nochmal neu gemacht werden, das komplette Spiel. Sonst, alle halten sich fest, nur wir halten auch weiterhin die Waffe fest. Da kommt ein Heli runter! Geil's, Mann. Ja, Mr. Android Unbekannt muss es machen hier. Ja, dann nehmen wir mal Sniper und MG mit. Alles, zeigt euch. Soll ich die AC-Drohne vom Support? Erfüllen. Die Drohnenverteidigungsteams berichten massive Verluste und brauchen Unterstützung. Verstanden! Wählen Sie mich durch! Es von allen Seiten auf Ziel! Wann kommt ihr? Wir sind auf die Gräben unterwegs! Wartet doch, wir sind fast da! Nur stimmt doch mal einfach. Verbündete kommen durch die Gräben zur Drohnensteuerung. Kontrolliert Feuer! Wenn der Turm fällt, sind alle AC-Drohnen offen! Das ist nicht gut, oder? Ich mag den Strand. So gemütlich. Ich mag noch nicht den Strand einfach vermiet. Ist das geil. Hier sind die einzigsten Gegner, ne?
gibt's doch keine Sniper hier. Ich will eine verfickte Sniper haben. Das ist keine Sniper. Das ist ein Sniper. Mit dem scheiß Visier. Also das ist so eine unendliche Geschichte hier. Kommando! Feindliches Hovercraft nähert sich unserer Position! Die Frontdienstbüsse ist verschieden! Sie wurden informiert. Mann, ey, wieder. Ja, whatever. Ein paar andere Feinde auch noch. Dann kann ich einfach die AC-Drohne nehmen und einfach und dann weg ist es. What the fuck? Raumschiff Enterprise. Bodensteuerung! Feinde Stürmer unter Führung! Brauchen die Luftunterstützung an ihrer Position! Nur so kommen wir da durch! Verstanden! Drohnen werden neu positioniert! Der Turm ist dann im Angriffsbereich, also Vorsicht! Oh, das ist nicht gut! Schnell und lässig. Nein, nein, machen wir. Aber hat mich dann ordentlich weggerotzt. Nö, mach mal selber. Du standst hier mittendrin und der Typ rennt da lang und du... Oh, shit. Und ich hier hinten bin am Machen und... Okay, ich nachlach. Kein Ding, ich schaff das. Und du bleibst besser stehen. Oh, shit. Verdammte Scheiße hier, Drecksarsch. Kommando, Drohnenkontrolle offline. Wir evakuieren die Verwundeten. Kommando an alle Einheit. Das ist eine Taschenlampe, was er macht. Da ist ein Toter! Ich höre den Drecksköter schon wieder. Der kommt in der nächsten Straße. Schnell! Da ist Riley! Riley, komm, Junge! Riley ist so ein Mitläufer. Ich liebe das Spiel. Feinde schließen zu uns auf, wir müssen da rein. Bin schon drinne. Bin ich schon längst. Ich kann nichts machen. Hier, versuch, ob du da runterkommst. Na los, na los. Ach, nix. Scheiße, ich komm nicht durch. Geh einfach rauf und zurück. Ich will einen anderen Weg. Moin. Ich schub's ihn und flieg dafür weg, okay? Weil wir nix können. Was hätte ich denn jetzt machen sollen? Da wurde mir nichts angezeigt. Ey, ich soll einen Knopf drücken oder dass mir was angezeigt wird? Was soll ich denn bitte schön machen?
Ah, jetzt wird mir mal X angezeigt. Logan! Fuck it! Sieht schlimmer aus, als es ist. Alles wird gut. Okay, Kick, hol uns hier raus. Hey, wir gehen nirgendwo hin. Ruhig, Kleiner. Hey, wir haben uns gerade gerettet. Wir haben uns gerade gerettet. Okay. Ruhe, ihr alle. Wir müssen zurück nach Santa Monica. Unser Dad ist dort. Wir gehen nicht ohne ihn. Das ist wirklich bewundernswert. Aber euer Vater ist nicht mehr dort. Dad. Oh mein Gott. Das ist einer von ihnen. Los. Hey, ruhig, Junior. Das ist dein Schnauze, du Arsch. Bist du ein kleines Mädchen? Die Jungs wissen nicht, wie schwer mir das gefallen ist. Aber wenn ich mich entscheide, war's das. Du und dein Bruder müssen noch viel lernen. Aber ihr habt alle Tests bestanden. Willkommen bei den Ghosts. Wir sind bereit. Wir werden dich nicht enttäuschen. Das könntet ihr niemals. Ich bin stolz auf euch. Auf euch beide. Alles schön und gut. Aber was zum Teufel machen wir wegen Rock? Rock? Das ist der Typ, der die Ghosts jagt. Ja, er ist gut. Sehr gut. Und er weiß, wie wir arbeiten. Wie kann das sein? Dun, dun, dun. Es begann vor 12 Jahren, als das Militär der Föderation ganz Südamerika bedrohte. Ihr Anführer, General Almagro, wollte alle in den USA geborenen Bürger verhaften oder hinrichten. Rock überzeugte Washington, dass die Ghosts das Problem lösen würden. Die USA starteten eine Invasion. Rock führte uns an, um Almagro auszuschalten. Aber Rock war wie besessen von ihm. Für ihn war der Mann wie eine Beute. Und es war klar, nichts würde ihn abhalten, sich seinen Preis zu holen.